Antonio Rüdiger verteidigt im Berliner Olympiastadion, Toni Kroos dirigiert in Mecklenburg-Vorpommern und Jamal Musiala wirbelt für Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zur ultimativen Version der Bundesliga. Schaut euch mal diese Tabelle an. Das hier ist, ich sag mal, die wahre Bundesliga. Jedes Bundesland stellt ein Team aus den besten Spielern, die dort geboren wurden. Die Stadien wären voll, die Identifikation mit den Mannschaften wäre riesengroß und jedes Spiel wäre ein Highlight. Doch wer würde eine solche Bundesliga gewinnen? Wie sehen die Kader aus und wer wären die Trainer? Heute klären wir all diese Fragen, denn ich habe eine Saison mit genau dieser Version der Bundesliga im Football Manager simuliert. Wir schauen uns die Kader an, werfen einen Blick auf die Duelle zwischen den Bundesländern und küren am Ende den wahren Meister der Bundesliga. Eins muss ich vorweg sagen, diese Datenbank habe ich nicht alleine erstellt, den absoluten Großteil der Arbeit hat Phil gemacht. Ja, Riesenrespekt für die Mühe und vielen, vielen Dank. Props gehen raus. Also, wir gehen mal rein. Eins wird euch beim Betrachten der Tabelle vielleicht schon aufgefallen sein, wir haben quasi zwei Bonusteams. Da die Bundesliga 18 Startplätze hat, Deutschland aber nur 16 Bundesländer, haben wir eine Zweitvertretung des einwohnerstärksten Bundeslands NRW und, logisch, das 17. Bundesland Mallorca. Da dieses Experiment mit ziemlich viel Arbeit verbunden war, würde ich mich sehr über ein Like von euch freuen. Außerdem, da 75% von euch noch nicht abonniert haben, drückt den Knopf doch gleich mal mit. Wer mich abseits davon noch unterstützen will, kann auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Ja, vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Jetzt gehen wir aber rein. Also, ich werde euch die Kader der Bundesligisten nach und nach vorstellen. Wir starten mit dem Eröffnungsspiel zwischen Sachsen und Bayern in der sächsischen Red Bull Arena. Die sächsische Auswahl, angeführt vom in Leipzig geborenen Marco Rose, stellt dieses Team auf. Der beste Spieler der Mannschaft wird wohl Maxi Arnold sein. Ansonsten haben wir einen Mix aus Bundesliga- und Zweitligaspielern. Bei der bayerischen Auswahl sieht es ein wenig anders aus. Julian Nagelsmann, der in Landsberg am Lech geboren wurde, hat eins der besten Teams der Liga zur Verfügung. Thomas Müller, Mario Götze, Julian Weigel, David Raum, diese Truppe wird sicherlich um den Titel unserer Bundesliga mitspielen. Das Spiel zwischen Sachsen und Bayern ist dann doch aber überraschend ausgeglichen, aber ein frühes Tor des in Memmingen geborenen Mario Götze entscheidet die Partie zugunsten des blau-weißen Freistaats. Ich habe ja vorhin Mallorca erwähnt, doch welche Spieler vertreten die Insel in der Bundesliga? Hier spielen keine Spanier, wie ihr vielleicht vermuten würdet, sondern deutsche Fußballer, die nicht in Deutschland geboren wurden. Der Star der Truppe wird der in Polen zur Welt gekommene Podolski sein, aber auch Mukoko, Bela Kotschap oder Waldemar Anton sind dabei. Trainiert wird die Mannschaft vom ebenfalls in Polen geborenen Miro Klose. Mallorca tritt im ersten Saisonspiel gegen die Auswahl aus Schleswig-Holstein an. Ole Werner vertraut auf diese Spieler hier. Max Kruse, der aus Rheinbeek in der Nähe von Hamburg kommt, ist laut FM der aktuell beste Spieler des Bundeslands. Favorit in dieser Begegnung ist Mallorca und entsprechend endet dieses Spiel. Fiete Arp trifft zwar für Schleswig-Holstein, am Ende ist es aber ein Hattrick des in Kamerun geborenen Mukoko, der das Match entscheidet. Wir springen mal einen Monat nach vorne und schauen uns die obere Tabellenhälfte nach dem 5. Spieltag an. Und tatsächlich, die Bayern sind oben mit dabei. Aber nur auf Platz 2, denn die erste Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen hat als einziges Team bisher alles gewonnen. Wenn wir uns die Ergebnisse mal anschauen, sieht das schon sehr, sehr, sehr dominant aus. Und ganz ehrlich, das ist auch kein Wunder. Im Grunde haben wir hier eine Version der deutschen Nationalmannschaft auf dem Platz stehen. Qualität, soweit das Auge reicht. Diese Mannschaft ist der absolute Top-Favorit auf den Titel in der Bundesliga. Daniel Farke darf sich glücklich schätzen. NRW 2 ist das deutlich schwächere der beiden. Roger Schmidt hat einen leistungstechnisch sehr ausgeglichenen, aber auch mittelmäßigen Kader. Zusammen mit ihnen steht auch das Saarland mit unten drin. Das einwohnerschwächste Flächenland der Bundesrepublik wird vom aktuellen Trainer der türkischen Nationalmannschaft Stefan Kunz gecoacht und hat einen kleinen, aber quantitativ überraschend guten Kader. Mit Kevin Trapp, Jonas Hector und Patrick Herrmann laufen hier sogar drei Nationalspieler auf. Die bisherigen Ergebnisse liefern aber nicht unbedingt einen Grund für Optimismus. Wenn ihr übrigens Bock auf einen ausführlicheren Blick auf die Kader habt, dann habt mal ein Auge auf meinen Live-Kanal, denn dort lade ich die Tage eine ausführlichere Version dieses Experiments hoch, in der wir uns die Kader sehr genau anschauen. Ja, außerdem haben wir doch gerade eine Karriere gestartet. Lasst mal ein Abo da. Also, nächster Monat. Mittlerweile sind wir im Oktober. Ich blende euch mal die Torschützenliste ein. Kai Havertz spielt eine richtig gute Saison als Einzelspitze in Daniel Farkes 11. Aber auch die Bayern treffen gut, was auch an Daniel Raums 7 Vorlagen liegt, genauso wie Jonathan Burkhardt, der als gebürtiger Darmstädter für Hessen aufläuft. Auch in Darmstadt geboren ist sein Trainer Bruno Labbadia und das ist seine beste 11. In Hessen ist richtig Qualität am Start. Süle, Can, Mustafi, das sind auch wieder alles Nationalspieler. Der FM sieht die Hessen in der Saisonvorschau aber nur auf Platz 10 in der Tabelle und in der realen Tabelle sind sie 10. Mittendrin also, das beste Spiel muss das 5:5 gegen Mecklenburg-Vorpommern gewesen sein. Steffen Baumgart schickte diese Mannschaft hier auf den Rasen. Die Doppelspitze aus dem Oberligaspieler Theo Gunnar Martens und dem in der Realität von Hertha in die dritte Liga nach Essen ausgeliehenen Wollschläger trifft. Die wahre Meisterleistung kam aber von Toni Kroos. Drei Vorlagen sprechen Bände, der Greifswalder spielt generell eine ziemlich gute Saison. Mecklenburg-Vorpommern findet sich aber trotzdem auf einem direkten Abstiegsplatz wieder. Nur ein Sieg am ersten Spieltag gegen Berlin reicht da nicht. Da drängt sich doch die Frage auf, wie schlägt sich eigentlich das Team aus der Hauptstadt? Wir
simulieren mal bis zur Winterpause und die Berliner sind im Mittelfeld auf Platz 8. Damit wird Niko Kovac nicht zufrieden sein, seine Jungs müssten eigentlich mehr drauf haben. Besonders die Abwehr sieht mit Real Madrid in Verteidiger Rüdiger, Brooks, Boateng und so weiter und so fort doch wirklich ziemlich gut aus. Die Ergebnisse bisher sind okay, der wichtigste Sieg wird wohl aber dann doch der gegen das Nachbarbundesland Brandenburg gewesen sein. Steffen Freunds Elf ist dennoch 4 Punkte vor den Berlinern und das ist wirklich überraschend, denn die Saisonvorschau prognostizierte einen 13. Tabellenplatz. Das hier wäre wohl die beste Elf der Brandenburger. Das Bundesland hat zwar nur 2,5 Millionen Einwohner, das Team an sich ist aber doch eigentlich gar nicht so schlecht. Neben ein paar Drittligisten findet sich mit Robert Andrich von Leverkusen, Paul Jäckel von Union Berlin und Kevin Schade von, mittlerweile Brentford, doch eine gute Portion Bundesliga-Qualität im Kader. Herbstmeister der Bundesliga ist die erste von Nordrhein-Westfalen mit einem schon ziemlich klaren Abstand von 10 Punkten. Sie haben noch immer kein Spiel verloren, nur zweimal unentschieden gespielt gegen die direkte Konkurrenz aus Bayern und Baden-Württemberg. Trainer der Baden-Württemberger ist übrigens kein geringerer als der in Stuttgart geborene Jürgen Klopp. Und auch sein Team kann sich wirklich sehen lassen, hier ist schon richtig viel Weltklasse vertreten. Die Stuttgarter Gnabry, Musiala und Werner spielen im Sturm, das Mittelfeld kann sich mit dem Mannheimer Çalhanoğlu, Jo Kimmich und Rane Kedira auch echt sehen lassen. Sie verloren nur ein Spiel gegen Hessen, ansonsten haben sie eine weiße Weste, wenn auch zu viele Unentschieden. Das letzte Unentschieden war besonders enttäuschend, Rheinland-Pfalz wurde echt an die Wand gespielt, aber Werner verschoss einen Elfmeter und lässt damit 2 Punkte im Nachbarbundesland liegen. Auch hier haben wir natürlich einen im Bundesland geborenen Trainer, der Mainzer Sandro Schwarz hat diese Jungs hier zur Verfügung. Der wahrscheinlich beste Spieler im Aufgebot spielt nicht für die deutsche, sondern die kroatische Nationalmannschaft. Mario Pašalić ist ebenfalls in Mainz geboren, spielt aber mittlerweile bei Atalanta in Italien. Aber auch sonst haben die Rheinland-Pfälzer eine richtig, richtig gute Truppe. Das ist schon wirklich gehobene Bundesliga-Klasse. Also, wir gehen mal in die Rückrunde. Kann NRW weiterhin so dominant auftreten? Und die Antwort ist ja. Ein paar Unentschieden sind zwar dazugekommen, aber Bayern und Baden-Württemberg sind bisher einfach zu inkonstant, um nochmal angreifen zu können. Aber ich sag euch jetzt schon mal, die Entscheidung ist in dieser Liga noch nicht gefallen. Auf der Torschützenliste sieht man, dass Havertz weiterhin beweist, dass er eben doch ein Goalscorer ist. Werner und Burkhardt haben da schon einen ziemlichen Abstand. Wir schauen nochmal nach unten in der Tabelle, denn hier hat sich was getan. Auf Platz 16 angekommen sind mittlerweile die Bremer. Eine Reihe richtig schlechter Ergebnisse, inklusive eines 0:6 gegen die Bayern und eines 1:4 gegen den Rivalen aus Hamburg, gegen die sie nebenbei beide Spiele verloren haben, lässt das Team von Trainer Thomas Schaaf abrutschen. Bei Thomas Schaaf habe ich übrigens ein bisschen geschummelt. Er ist zwar in Mannheim und nicht in Bremen geboren, aber schon mit 4 Jahren dorthin gezogen. Unter ihm läuft es aber bisher noch so gar nicht. Die Mannschaft ist aber abseits einiger guter Bundesligaspieler, wie zum Beispiel Nationalspieler Julian Brandt, maximal mittelmäßig. Und da wir gerade über Hamburg reden, hier läuft es so richtig gut. Die Hansestadt liegt auf Platz 4 und damit knallhart auf Champions-League-Kurs. Das hätte ich so nicht erwartet. Trainer Otto Addo hat bisher wirklich alles aus seinem Team herausgeholt, er hat aber auch eine wirklich gute Mannschaft zur Verfügung. Hier fehlt zwar auch der klare Star, aber die Hansestadt stellt dann doch ein richtig gutes Bundesliga-Team auf die Beine. Der Enkel von Uwe Seeler, Öztunali, ist natürlich mit dabei, aber auch Spieler wie Tah, Dean Metschers oder Choupo-Moting. Auf jeder Position ist Hamburg richtig gut besetzt. Ein paar vermeidbare Punktverluste weniger und das Team würde vielleicht sogar um den Titel mitspielen, aber den macht unsere Dreiergruppe unter sich aus. Wir gehen mal in den April, mitten in den Endspurt der Bundesliga. Und tatsächlich musste NRW die ersten Niederlagen hinnehmen. Ausgerechnet im Spiel gegen das abstiegsbedrohte Mallorca ging so gar nichts. Moukoko und Akaki Gogia treffen in diesem Sensationsspiel und das war sogar verdient. Die zweite Niederlage erlitt NRW dann im Spitzenspiel gegen Baden-Württemberg, die belohnt sich mit insgesamt 4 Toren. Geht da vielleicht doch noch was? Aber auch abseits des Titelkampfes ist es spannend in der Liga. Der Kampf um die europäischen Wettbewerbe ist im vollen Gang, mit dabei ist auch noch Niedersachsen. André Breitenreiters Mannschaft hat sich sicherlich mehr ausgerechnet, auch hier haben wir eine wirklich überdurchschnittliche Bundesligamannschaft. Anton Stach aus Buchholz in der Nordheide ist laut FM der beste Mann im Kader, vor dem Hannoveraner Maxi Eggestein. Aber besonders in der zweiten Saisonhälfte erwischten sie eine ganz schlechte Phase. Sie verloren unter anderem gegen Brandenburg und Thüringen, die wir uns natürlich auch nochmal anschauen wollen. Die Thüringer sind wahrscheinlich die größte Überraschung unserer Simulation. Der FM schätzt das Team von Trainer Hans Meyer, der mittlerweile 80 ist, als schwächste Mannschaft der Bundesliga ein. Am 30. Spieltag sind sie als Tabellen-13. Aber quasi schon vom Abstieg gerettet. Auch bei Hans Meyer habe ich übrigens ein wenig geschummelt. Er kommt ursprünglich aus dem ehemaligen Sudetenland in Tschechien. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde seine Familie allerdings von dort vertrieben und er wuchs in Rossleben in Thüringen auf. Wenn wir uns die Mannschaft mal anschauen, wird die Tabellenplatzierung noch überraschender. Kevin Möwald ist laut FM der beste Mann. Dahinter haben wir dann einige Zweit- und Drittligaspieler. Sie gewinnen zwar nicht viele Spiele, aber wenn sie welche gewinnen, dann gegen direkte Konkurrenten. Respekt. Bevor wir uns das Saisonfinale anschauen, noch ein Blick auf Sachsen-Anhalt. In der Saisonvorschau wurden sie tatsächlich auf Platz 17 erwartet, sie stehen allerdings auf Platz 11 und damit mitten im Mittelfeld. Für Sachsen-Anhalt geht es hier um nichts mehr und das ist ein Riesenerfolg. Andreas Petersens Mannschaft hat mit Nils Petersen, Seguin und Krüger zwar ein paar Spieler auf Bundesliga-Niveau im Kader, aber abseits dieser Jungs ist auch hier eine ganze Menge Drittliga-Qualität vertreten. Das 5:1 im Hinspiel gegen Sachsen dürfte sie besonders freuen, auch wenn das Rückspiel dann 0:3 ausging. Okay, wir gehen mal ins Saisonfinale und konzentrieren uns dabei vor allem auf den Meistertitel. Wir sind 2 Spieltage vor Schluss und auf einmal ist es dann tatsächlich doch knapp. Nur 2 Punkte trennen NRW von Bayern und Baden-Württemberg.
Die Niederlage gegen Sachsen tat schon richtig weh. Als nächstes kommt dann Sachsen-Anhalt. Im Parallelspiel wird sich der NRW-Verfolger dann aber herauskristallisieren, denn Baden-Württemberg und Bayern treffen aufeinander. Die Bayern treten mit einer geschwächten Offensive auf, können aber tatsächlich gegen top besetzte Baden-Württemberger gewinnen. Leveling und Niederlechner sorgen für ein 2:0 und auch NRW holt 3 Punkte. Terodde und Reus treffen gegen Sachsen-Anhalt. Am letzten Spieltag trifft NRW dann auf Niedersachsen und Bayern auf NRW 2. NRW würde hier einen Punkt reichen, denn sie haben das deutlich bessere Torverhältnis. Wir simulieren das letzte Mal und schauen, ob die Bayern ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und das haben sie. Auswärts in der Veltins-Arena holen sie ein 2:0. Und NRW tat sich unglaublich schwer. Den Zuschauern bot sich ein zähes Spiel in der niedersächsischen HDI-Arena. In der 37. Minute hatte Maxi Eggestein das 1:0 und damit den Meistertitel für Bayern auf dem Fuß. Doch er verschoss den Elfmeter. Am Ende geht das Spiel unspektakulär mit 0:0 aus und Nordrhein-Westfalen gewinnt die Bundesliga und darf sich damit offiziell das stärkste Fußballbundesland Deutschlands nennen. Auf den Abstiegsplätzen haben wir das Saarland, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Der vierte Champions-League-Kandidat kommt übrigens tatsächlich aus Hamburg. Ein richtig tolles Ergebnis für meine Stadt. Rheinland-Pfalz, Sachsen und Hessen dürfen ebenfalls europäisch spielen. Der beste Torschütze wurde am Ende Kai Havertz vor Werner und Burkhardt. Dahinter kommt Lukas Metscher aus Hamburg und Maximilian Bayer aus Brandenburg. Das hier sind die restlichen Spielerstatistiken. Wie gesagt, wenn ihr mehr Statistiken braucht, dann schaut mal auf den Live-Kanal. Übrigens, den DFB-Pokal hat Baden-Württemberg gegen NRW 1 gewonnen. Als nächstes Experiment empfehle ich euch jetzt das hier. Da habe ich nämlich die Bundesliga mit der dritten Liga vertauscht und 50 Jahre simuliert. Und ich sage euch jetzt schon mal, die Ergebnisse nach 50 Jahren sind echt verblüffend. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.